Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Einbrecher im gläsernen Klassenzimmer in Zwickau. Bürgerschaftsstraße in Zwickau in eine Richtung wieder befahrbar. Und Stars und Sternchen am Zollenroder Meer. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Tag aktuell vom Dienstag. Der Lieferfahrer einer Bäckerei ist heute Morgen in Auerbach Opfer einer räuberischen Erpressung geworden. Der 64-Jährige war gegen 5.45 Uhr gerade dabei, die Filiale am Nettomarkt an der Bahnhofstraße zu beliefern, als er von zwei Maskierten überfallen wurde. Mit einer Pistole forderten die Täter von dem Mann Geld, was er ihnen auch gab. Mit ihrer Beute in unbekannter Höhe verschwanden sie anschließend in Richtung Rodewig, das heißt in Richtung des sogenannten Knollswald bzw. dem dahinter gelegenen Wohngebiet Straße der Jugend. Die Räuber waren etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, ca. 25 Jahre alt und dunkel gekleidet. Beide trugen schwarze Sturmhauben mit Seeschlitzen und sprachen mit einheimischem Dialekt. Wer die Tat beobachtet hat oder zwischen 5.45 Uhr und 6.15 Uhr im Bereich Auerbach-Bahnhofstraße bzw. Knollswald- und Rodewigstraße der Jugend zwei Männer gesehen hat, auf welche die Beschreibung passt, wendet sich bitte an das Polizeirevier Auerbach. Einbrecher haben das gläserne Klassenzimmer in der Zwickauer Hauptstraße heimgesucht. Erst vor wenigen Wochen waren die Räume so weit hergerichtet worden, dass hier Unterricht gehalten werden konnte. Heute Vormittag hatte der Initiator des gläsernen Klassenzimmers den Einbruch bemerkt. Wann genau die Einbrecher kamen, kann Initiator Matthias Dehmer noch nicht sagen. Also das kann ich nicht sagen, wann der war. Auf jeden Fall muss er nachts gewesen sein oder ganz früh morgens. Warum? Auf der Toilette brannte noch das Licht, das die Täter vergessen hatten auszuschalten. Und dadurch haben wir auch gesehen, was dort an Utensilien praktisch lag. Das war wahrscheinlich ihr Raum, wo sie alles schön untersuchen konnten. Wir haben auch noch mit einem Handtuch das Fenster schön abgedeckt. Also es ist traurig, dass man wirklich hier die Ärmsten der Ärmsten bestiehlt, nämlich es sind Schüler. Was ist denn alles gestohlen worden? Also weg ist einmal der Beamer, der hier auf der Projektionstisch stand. Der dazugehörige Laptop, ein Dell-Laptop ist das. Und es ist ein Laptop weggekommen, hier für den 3D-Druck, wo also die Daten hauptsächlich vom 3D-Druck drauf sind, die also, sagen wir mal, sehr viel Mühe gekostet haben, die Entwicklung drauf zu bringen, die Daten drauf zu bringen, die Konstruktion drauf zu bringen, beziehungsweise sind auch die Steuerdaten von der Maschine natürlich drauf gewesen. Und das ist natürlich ein Schaden, der sehr, sehr bitter ist. Warum? Das alles wieder zu reproduzieren und die Daten zu bekommen, ist im Prinzip kaum möglich, denn hier sind Daten drauf, um die Maschine zu steuern. Wir haben sie nicht, die war Rechner bestimmt, die Daten für die Maschine, und jetzt steht die Maschine da und kann nicht mehr benutzt werden. Konnte die Polizei denn verwertbare Spuren finden? Also die Polizei hat hier alles untersucht und hat auch verwertbare Spuren gefunden. Aber ich möchte jetzt der Polizei ja nicht vorgreifen, denn diese Spuren, die werden jetzt ausgewertet und ich muss da freie Hand der Polizei lassen und dann bitte ich, dass ich da nichts dazu sage. Wie geht es jetzt weiter hier in dem Projekt? Ja, jetzt stehen wir erstmal vor einem Chaos, wie es weitergeht. Ich bin jetzt selbst erstmal an der Stelle, wo mir, sagen wir mal, die Tränen im Auge stehen. Und ja, ich bin erstmal ratlos und wir werden aber die Flinte nicht ins Korn werfen. Wir werden weitermachen, auch wenn Leute uns hier bestohlen haben. Denn diese Sachen, die hier sind, sind alles Sachen von Leuten, die sich geopfert haben, die Spenden beigebracht haben, die ihre Freizeit hier eingesetzt haben, um das gläserne Klassenzimmer hier so einzurichten, dass es also auch was für Schüler sind. Und das ist das, was mich im Prinzip wütend macht, dass man ganz einfach sagt, wir beklauen hier Schüler, die Ärmsten, wir zerstören alles und nehmen vor dieser Sache keine Rücksicht. Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Staugeplagte Autofahrer in Zwickau können etwas durchatmen. Seit heute ist die Bürgerschaftsstraße zumindest in eine Richtung wieder befahrbar.
Die Reparatur der geborstenen Trinkwasserleitung ist abgeschlossen. Der Rohrbruch am 10. Februar hatte nicht nur bei den Wasserwerken für Aufregung gesorgt, sondern auch die Sorgenfalten bei der Stadtverwaltung verstärkt. Seit der Havarie am zweiten Weihnachtsfeiertag diente die Bürgerschaftsstraße als Umleitungsstrecke für die Reichenbacher Straße. Auch dort war eine Rohrleitung aus den 60er Jahren geborsten und hatte den Abschnitt zwischen Bürgerschacht und Straße am Bahnhof unterspült. Nachdem der Schaden repariert und neuer Asphalt aufgetragen wurde, kann der Verkehr auf der Bürgerschachtstraße in Richtung Reichenbacher Straße wieder rollen, allerdings nur in eine Richtung. Einbahnstraßenschilder wiesen darauf hin, wurden am Vormittag aber vielfach ignoriert. Um zu vermeiden, dass weitere Autofahrer irrtümlicherweise von der Reichenbacher in die Bürgerschachtstraße abbiegen, haben Ordnungsamt und Straßenverkehrsbehörde die Beschilderung noch einmal angepasst und besser einsehbar platziert. Die Arbeiten an der Reichenbacher Straße zwischen am Bahnhof und Bürgerschachtstraße dauern derzeit noch an. Ein Abschluss der Gesamtbaumaßnahme sei voraussichtlich Ende April zu erwarten. Jugendliche von heute sind die Fachkräfte von morgen. Um sie bestmöglich auf ihrem Weg in das Berufsleben vorzubereiten, öffnen im Rahmen der Woche der offenen Unternehmen sachsenweit seit gestern wieder zahlreiche Unternehmen ihre Tore. Bis 17. März erhalten Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse, aber auch interessierte Eltern und Lehrer einen realistischen und praxisnahen Blick in die Betriebe der Region und bekommen attraktive Zukunftschancen in der Heimat aufgezeigt. Die Eröffnungsveranstaltung für den Erzgebirgskreis sowie die Landkreise Mittelsachsen und Zwickau fand gestern bei Friweika in Weidensdorf statt. Auf der A72 Triebtalbrücke zwischen den Anschlüssen Treuen und Blauen Ost sind kurzfristige Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Festgestellt wurden zwei Schweißnahtanrisse an den Fahrbahnübergängen an den Teilbauwerken 1 Richtung Hof und 2 in Richtung Leipzig. Der Schaden muss umgehend instand gesetzt werden. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weiter informiert, sind deshalb ab morgen bis voraussichtlich Montag zunächst die Überholspur, teilweise auch die Lastspur zwischen Blauen Ost und Treuen in Richtung Leipzig gesperrt. Die Verkehrsführung erfolgt einspurig über die Standspur. Ab 19. bis voraussichtlich 23. März werden zur Absicherung der Arbeiten am Teilbauwerk 1 zwischen Treuen und Blauen Ost in Richtung Hof die Überholspur und teilweise die Lastspur gesperrt. Die Verkehrsführung erfolgt dann ebenfalls einspurig über die Standspur. Werbung. Vom 16. bis 18. März öffnet in der Stadthalle Zwickau die Baufachmesse wieder ihre Türen. Informieren Sie sich bei Herstellern, Händlern, Handwerkern, Planern und Architekten. Das Ausstellungsspektrum reicht vom Baumaterial über das komplette Haus bis hin zur Inneneinrichtung und dem Garten. Ob Neubau, Sanierung, Renovierung oder Finanzierung, für die Anregung und Umsetzung aller Bauvorhaben ist ein Besuch der Baumesse genau richtig. Geöffnet hat die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand.
Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Zwickau, eine Stadt wird 900. Das Festjahr spannt den Bogen von der großen Sonderausstellung in den Priesterhäusern über das Festival of Lights im Mai. Bis zu Ballonfest und Automobiltag sowie vielen weiteren tollen Veranstaltungen. Mehr Infos unter www.900jahre-zwickau.de. Das Hotelpension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit Schwimmhalle, Sauna, Kinderspielplatz und Biergarten macht Ihre Hochzeit und Familienfeier mit Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu sind auch unsere Oldtimer da. Schwimmen, Saunieren und Massagen im Wellnessbereich dienen Ihrer Entspannung. Regionale Küche von Erzeugern aus der Region gibt es in unserem Hotelrestaurant täglich ab 11 Uhr. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten, das ist das Besondere im Hotel Pension Flexig. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Ein Konzerterlebnis in wunderschöner Natur, das erwartet die Besucher der Seestern-Panoramabühne auch 2018 in Zeulenroda-Driebes. Stars und Sternchen geben sich dort zwischen dem 7. Mai und dem 16. September buchstäblich die Klinke in die Hand. Gemeinsam mit ihrem Publikum wollen Jan-Josef Liefers, Konstantin Wecker, Pürpel Schulz und Rolf Zukowski den Sonnenuntergang am Zeulenroda-Meer genießen. Einer der Stargäste war bereits zur Vorstellung des neuen hochkarätigen Seestern-Programms mit vor Ort. Einsam und verwaist vor einem zugefrorenen Zeulenroder Meer. So präsentierte sich die Seestern-Panoramabühne am frostig kalten Beginn des Monats März. Am 27. Mai 2017 war der futuristisch anmutende Bau mit seinen 999 überdachten Plätzen eröffnet worden. Die Bühne liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bio-Seehotel Zeulenroda. Dort war die Idee für den Kulturtempel gemeinsam mit der Stadt auch geboren worden. Wir haben ja die touristische Entwicklung hier am Zeulenroda Meer und haben ein schönes Hotel hier, haben einen Strand hier und Wasser hier. Was hat noch gefehlt? Kultur.
Und da hat sich die Stadt auf die Fahnen geschrieben, lass uns eine Kulturbühne bauen. Es war erst ein anderer Standort vorgesehen. Aufgrund der Werte, was Schallschutz betrifft, hat man sich dann entschieden, die Bühne hier an die Spitze vom Bio-See-Hotel zu bauen. Und so kam die Idee, lass uns Kultur mit Kulinarik und Urlaub verbinden. Mittlerweile kann die Seestern-Panorama-Bühne auf ihre erste, überaus erfolgreiche Konzertsaison zurückblicken. Und die neue steht bereits in den Startlöchern. Bei einer Pressekonferenz wurde das Programm letzte Woche vorgestellt. 16 Konzerte haben Eventmanager André Bauer und seine Mitarbeiter unter Dach und Fach. Alle Namen an dieser Stelle zu nennen, würde den Rahmen des Beitrags sprengen. Es gibt natürlich Highlights wie gerade Jan-Josef Liefers mit seiner Band Radio Doria. Man kennt ihn ja zum größten Teil eigentlich als Schauspieler. Und da freuen wir uns, dass das geklappt hat, weil er spielt eigentlich nur größere Hallen. Und wir dürfen ja nur 1000 Sitzplätze rein, also 1000 Gäste reinlassen. Das Tolle ist natürlich dran, die Gäste sitzen sehr, sehr nah dran an der Bühne. Dann natürlich unsere Veranstaltungen, die zur Tradition werden sollen, mit den Classics am See und auch Philharmonikrock. Wir haben Kult dabei mit Münchner Freiheit. Konstantin Wecker freue ich mich natürlich ganz besonders. Und aber auch auf die Verdigala zum Beispiel für die Klassikfreunde. Und zuletzt vielleicht noch eins, ich will nicht den ganzen Veranstaltungsplan logischerweise, das Konzert mit Mike Singer, weil das ist wirklich ein Novum. Das ist wirklich ein Jungstar, der erst 18 Jahre alt geworden ist, sofort mit seinem Album Nummer 1. Und es ist unsere erste Nummer 1, die wir auf der Bühne haben sozusagen. Hallo, hier ist Purple Schulz und ich freue mich auf mein Konzert am 1. September in Zollenroda auf der Seestern-Panorama-Bühne. Während andere per Videobotschaft ihr diesjähriges Erscheinen ankündigten, war ein Stargast persönlich nach Zollenroda gekommen, um für sein Galakonzert zu werben. Für den in Eisenberg geborenen Gunther Emmerlich wird der Auftritt am 1. Juli sozusagen eine Rückkehr in die Kindheit. Ich bin hier als Kind schon hergefahren. Einer meiner beiden Söhne hat hier Beruf mit Abitur gemacht. Ich hatte mal eine Freundin in Berga. Und ich war im Kinderferienlager in Wünschendorf, also in der Nähe von Wünschendorf in der Fuchsmühle. Wie im vergangenen Jahr wird der mittlerweile in Dresden lebende Sänger von der Vogtlandphilharmonie und ihrem musikalischen Leiter Stefan Fraß begleitet. Wir werden einen Querschnitt im Konzert haben aus Opern von Mozart beginnend, denke ich mal, dann Rossini, Donizetti, sicherlich auch französische Komponisten werden mit dabei sein. Und im zweiten Teil geht es dann in Richtung Operette und Musical natürlich auch. Und ich habe eine wunderbare Sopranistin, Corinna Ruba, an meiner Seite, auf die man sich wirklich freuen kann. Da wird nämlich das Auge und das Ohr gut bedient. Diese Beschreibung trifft eigentlich auf alle 16 Veranstaltungen zu. Ob alt oder jung, für jeden ist etwas dabei. Dabei setzt die Panoramabühne nicht nur auf Eigenproduktionen. Für den 2. Juni hat sich André Bauer einen Partner ins Boot geholt, der neben seiner Tramp Cats Big Band einen vor allem bei Kindern bekannten Gast mitbringen wird. Rolf Zukowski. Man denkt jetzt natürlich Rolf Zukowski und Big Band, aber Rolf Zukowski hat wunderbare Lieder für den Erwachsenenbereich, ein Erwachsenenrepertoire geschrieben. Und da werden 3 bis 4 Stücke von ihm erklingen, die er auch selbst mit uns singt. Und ansonsten können sich die Gäste auf ein traditionelles Big Band-Konzert freuen. Um Besuchern wie Mitwirkenden den Aufenthalt angenehm und unvergesslich zu gestalten, hat man sich in Zollenroda einige Neuerungen einfallen lassen. Zum Beispiel den Aufbau einer zusätzlichen Bühne. Also es ist eine größere Bühne, die vor der eigentlichen Bühne steht. Erstens, um Seitenblöcke wegfallen zu lassen, dass jeder Gast eine ordentliche Sicht hat, dass jeder Gast einen ordentlichen Stuhl hat mit Sitzkissen und das Kulturerlebnis genießen kann. Spezielle Arrangements des Bio-See-Hotels sollen dieses Kulturerlebnis noch unterstreichen. Also wir haben das Arrangement Kultur pur, was auf die Veranstaltung bezogen ist. Weil ich gehe von mir aus, ich will zum Konzert gehen, will übernachten, will schön Abendessen, Frühstück und dann nach Hause gehen. Und das Arrangement Kultur pur ist bei uns buchbar, bei jeder Veranstaltung. Und wir haben noch ein VIP-Paket, wo man eine Karte kaufen kann, wenn man nicht übernachten will, aber trotzdem die Verpflegung bei dem Konzert mit genießen will. Nichtsdestotrotz gibt es auch verschiedene andere Arrangements, die zu verschiedenen Jahreszeiten buchbar bei uns sind. Das Musical Hair eröffnet am 7. Mai die neue Saison. Auch dafür gibt es ein spezielles Angebot, mit dem das Hotel sein Bekenntnis zur Region zeigen will.
Wir haben mal probiert, jetzt zum ersten Konzert, das was her betrifft, die Region mitzunehmen und haben das 3+1-Ticket erfunden, sage ich mal, dass die Gäste zu viert kommen können, nur 3 bezahlen oder 20% auf einen Kartenpreis bekommen. Wir wollen da an regionale Firmen rangehen, wir wollen da die Mitarbeiter mitnehmen mit ihren Familien, dass, wie gesagt, positiv über unsere Bühne gesprochen wird und über unsere Region gesprochen wird. Das dürfte bereits nach der ersten erfolgreichen Konzertsaison am Zollenroder Meer der Fall gewesen sein. Wer in diesem Jahr dabei sein möchte, sollte sich sputen. Der Kartenvorverkauf läuft auf Hochtouren. Also er läuft sehr gut und ich bin mir sicher, dass noch andere Veranstaltungen dazukommen. Klar hat man im Veranstalterwesen, die eine wird ein bisschen weniger angenommen, die andere ein bisschen besser. Aber im Großen und Ganzen sieht es schon sehr, sehr gut auf. Und vor allen Dingen dieses Jahr, oder besser gesagt letztes Jahr, sind wir schon vor Weihnachten mit dem Vorverkauf gestartet. Und das hat uns recht gegeben, das haben wir in der ersten Saison nicht geschafft, leider. Und da haben wir schon ein Drittel der Karten, die bis jetzt raus sind, im Weihnachtsgeschäft abgesetzt. Fans von Olaf Schubert, die am 18. August einen Ausflug nach Zollenroda machen wollten, haben leider Pech. Das Sexy Forever Gastspiel des Wunders im Polunder ist leider restlos ausverkauft. Tickets für alle anderen Veranstaltungen können unter seestern-events.de geordert werden. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Sven Katz, der Zwickauer Geschichtenschnitzer, stellt vom 15. bis 18. März auf der Leipziger Buchmesse sein neues Buch vor. Er nimmt die Besucher mit auf eine Reise von Kaffa in Äthiopien über Istanbul und Wien bis nach Sachsen. In seinem Buch Der Geist des Kaffees, wie der Kaffee nach Sachsen kam, erzählt der Zwerg Miriquidi in der Werkstatt des Schnitzers, wo unser geliebtes Schälchen Heser eigentlich herkommt. Der Geist des Kaffees ist das zweite Buch des Mösner Künstlers in Zusammenarbeit mit der Zwickauer Journalistin Claudia Drescher. Der hölzerne und mit einem Ornament versehene Bucheinband ist ebenso Handarbeit wie der Inhalt auf 60 Seiten. Auf der Leipziger Buchmesse ist Katz täglich von 10 bis 18 Uhr an Stand D304 in Halle 5 anzutreffen. Smokey-Legende Chris Norman kommt am 21. März in die Stadthalle nach Zwickau. Die Konzerte des 67-jährigen Briten sind ein Feuerwerk an erstklassiger, handgemachter Rockmusik. 3 Konzerte sind bereits komplett ausverkauft. Für das Zwickauer Gastspiel gibt's nur noch wenige Restkarten. Mit etwas Glück können Sie jetzt 2x2 Karten gewinnen. Die Freikarten gibt es sogar in Kombination mit 2 CDs. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail und sichern Sie sich jetzt schon die begehrten Tickets. Werbung. Jetzt Küche und Designwochen vom 24. Februar bis 17. März. Hier finden Sie mehr Küche fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Wärst du gern ein Fallschirmspringer? Ein Held der Kinder? Lieber ein Grafiker? Teenager, Tierbändiger, Taktbestimmer, Wellenbezwinger oder einfach unabhängiger. Du kannst mit dem neuen Citroën C3 Aircross Kompakt SUV. Endlose Möglichkeiten schon ab 139 Euro im Monat ohne Anzahlung. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Weil es Spaß macht, weil das Team toll ist, weil ich fit werden will. Weiterhin abnehmen, weil man Leute kennenlernt. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Wir sagen Danke. Globus Zwickau feiert bis zum 24. März sein 20-jähriges Bestehen mit tollen Aktionen und Angeboten. Am 23. März das Fest der Sinne von 10 bis 22 Uhr. Globus Zwickau feiert mit Ihnen sein 20-jähriges Bestehen. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Schuh Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf.
Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Schuh Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Das ausgefallene Ostderby zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FSV Zwickau wird am 28. März nachgeholt. Darauf haben sich beide Vereine verständigt. Der Anstoß in der MDCC-Arena erfolgt um 19 Uhr. Bereits erworbene Tickets für den Gästeblock behalten auch für den neuen Termin ihre Gültigkeit bzw. können noch bis Freitag im Fanshop des FSV Zwickau in Eckersbach zurückgegeben werden. Ursprünglich sollte die Partie am 3. März ausgetragen werden. Nach Dauerfrost blieb der Rasen im Magdeburger Stadion jedoch trotz tagelangem Einsatz der Rasenheizung unbespielbar. Der DFC Futsal-Nachwuchs feiert einen deutschen Vizemeistertitel und einen Platz 5. Die C-Juniorinnen der Westsachsen mussten sich im Finale des DFB Futsal-Cups in Wuppertal nur dem späteren deutschen Meister TSG 1899 Hoffenheim beugen. Auch die B-Juniorinnen bewiesen mit ihrem 5. Platz im Wettkampf mit den größten Leistungszentren Deutschlands die seit Jahren hervorragende Nachwuchsarbeit der Westsachsen. Vergangenen Freitagabend siegten die Schönheider Wölfe im Spiel 1 des Playoff-Halbfinals gegen FASS Berlin mit 5:2. In der Best-of-Three-Serie legten die Eishockey-Cracks am Sonntag in der Hauptstadt ein 8:2 nach. Nun geht es für die Wölfe im Finale um den Sieg in der Regionalliga Ost. Finalgegner ist dabei Tornado Nieski. Gespielt wird ebenfalls im Best-of-Three-Modus. Das erste Aufeinandertreffen ist für den 17. März um 18.30 Uhr im Nieskier Waldstadion festgelegt. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Mittwoch bleibt die Sonne den ganzen Tag hinter dichten Wolken verborgen. Verbreitet kann es etwas regnen. Das Thermometer erreicht nur noch 5 Grad und es weht ein starker Westwind. Und die Aussichten? Nach einem meist freundlichen Donnerstag kehrt der Winter nach Westsachsen zurück. Am Freitag und Samstag muss mit Schneefällen gerechnet werden. Und es wird spürbar kälter. Am Wochenende sinken die Temperaturen bis auf minus 4 Grad. Das war tagaktuell vom Dienstag. Wenn Sie unsere Beiträge noch einmal ganz in Ruhe anschauen möchten, dann gehen Sie doch einfach in unsere YouTube-Mediathek. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen um 19 Uhr wieder bei tagaktuell.